Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Ja, in der Beweisaufnahme hat sich zweierlei gezeigt. Zum einen ist aus Sicht der Klimawissenschaft das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr einzuhalten. Und zum anderen haben die deutschen Bemühungen nicht ausgereicht, um dieses Ziel jemals einhalten zu können. Dadurch trägt Olaf Scholz, der als Bundeskanzler, eine Mitverantwortung an diesem Scheitern. Allein in den 2,5 Jahren, in denen er bisher Bundeskanzler war, sind... Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Bundeskanzler, Sie haben das letzte Wort. Dieser Prozess gegen mich ist doch eindeutig politisch motiviert. Hier soll ein standhaft zu wichtigen Aufgaben schweigender kleiner Rechtsanwalt für jahrzehntelanges Aussitzen und Vertagen der Probleme durch seine Amtsvorgehenden im Auftrag und im Einvernehmen mit einem Großteil der Gesellschaft volkstümelnd ausgedrückt im Namen des Volkes zur Rechenschaft gezogen werden. Ich sehe mich als gesondert Verfolgter ohne überhaupt irgendeinen richtigen Plan. Ich bitte alle für die Urteilsverkündung aufzustehen. Sie stehen schon. Kanzler Olaf Scholz hat durch die Verletzung seiner Pflichten Leben und Gesundheit von unzähligen Menschen gefährdet und tut es weiterhin. Er hat die Klimakrise eskalieren lassen und die Klimakrise tötet. Dieses Fehlverhalten ist Kanzler Scholz schwer anzulasten. Er handelt verantwortungslos und sträflich. Als Gericht der letzten Generation glauben wir jedoch nicht an die Ideen von Strafen und Gefängnissen. Olaf Scholz wird sich noch für Jahrzehnte vor seinem Gewissen verantworten müssen. Das erachten wir als Strafe genug für ihn.